Hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik hier beim Einfahren des Garnelenbeckens. Wir sind jetzt ungefähr 2,5 Wochen. Wochen sind jetzt rumgegangen und wir werden heute Wasserwechsel machen, das erste Mal. Denn der Bakterienrasen hat sich so extremst entwickelt, dass ich Angst habe, dass mir das Wasser hier umkippt. Es sind nach wie vor keine Tiere drin. Ich warte tatsächlich auch noch ein bisschen damit. Wie lange genau, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann auch erleben, wenn das Becken jetzt, wie gesagt, zur Hälfte das Wasser rausnehmen, vorab die Wurzeln sauber spülen, damit der Bakterienrasen da runterkommt. Ich zeige euch das jetzt erstmal, wie das aussieht und wie ich da vorgehe. Ja, so ist das, ne? Müssen wir mal gucken, wo die Geschichte noch hinführt. Auf jeden Fall muss es jetzt sein, denn das Wasser ist auch trüb geworden. Nicht viel, aber es ist jetzt dabei, trüb zu werden. Und von daher möchte ich dann doch das Wasser jetzt einmal wechseln. Nicht alles, aber ein Großteil. Ich denke mal, vielleicht kann man es so schon erkennen, ne? Es ist schon ein bisschen trüb geworden. Ansonsten, die Werte sind aber geblieben. Ne? pH-Wert ist so 6,8, 6,9, das schwankt immer so ein bisschen. Aber das ist okay soweit. Den Pflanzen geht es auch gut, die drauf drin, drum dran sind. Das ist okay soweit. Also stinken tut das Wasser auch nicht. Okay, dann wollen wir ein bisschen was machen jetzt hier. Den braunen Rand, den wir hier sehen, ich denke mal, das ist dem Huminstoff geschuldet. Bin ich mir aber nicht sicher, aber ich gehe mal jetzt davon aus einfach. Ja, so, Pflanzen sehen gut aus nach wie vor. Ich hatte es ja zwischendurch auch schon mal gezeigt. Und das läuft. Das ist eine richtig coole Sache. Auch die Utricularia wächst wunderbar. Auch die Ephoitute Enjoy hier. Dahinter ist übrigens eine Pilea noch mit drauf. Moos ist da auch noch hinter. Mal gucken, wie ich da jetzt gleich vorgehe. So, da ist eine falsche Einstellung. Nee, die sind nicht so braun. Pass mal auf. Ich mache mal eben die Weißbelichtung anders. Nee, so rum nicht. Andersrum, so rum. So, dann passt das etwas besser. Ja, Wurzeln sind heftig gewachsen, muss ich sagen. Also es ist so genialst. Ich hätte echt Bock dazu, tatsächlich mehr Pflanzen oberirdisch wachsen zu lassen und die Wurzeln ins Wasser. Also ich finde das mega cool. Ne? Charakteristisch sieht das bestimmt später mal interessant aus. So, also hier sehen wir dann mal den Bakterienrasen. Das ist schon heftig. Und man sieht, das Wasser ist schon ein bisschen trüb geworden. Ne? So, und dann hier nochmal kurz gezeigt, wie das aussieht. Also es ist mir jetzt echt zu viel. Ich habe einfach nur Angst, dass das umkippt. Ne? Dass das plötzlich anfängt zu vergammeln und zu verjauchen. Und das wäre natürlich nicht optimal. Dahinter hatte ich nochmal Moos hingelegt. Das läuft gut, wächst tatsächlich auch wunderbar. Wird wahrscheinlich gleich aufschwimmen, wenn ich die Wurzel rausnehme. Aber okay, das ist dann nicht so tragisch. Kann man wieder dran setzen. So, hier unser Sphagnum-Moos. Auch das macht sich wunderbar. Sieht richtig toll aus. Aber okay, komm. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich ziehe erstmal die Wurzeln raus. Ich hoffe, dass der Bakterienrasen einigermaßen dran bleibt, dass ich den dann gleich sauber spülen kann. Und das werde ich einfach hier mal auf dem Teller machen. Ja, okay, dann let's start it. Irgendwann ist immer das erste Mal. Wir fangen jetzt an. So, ich werde vorsichtig die Wurzel jetzt anheben hier in der Hoffnung, dass der Bakterienrasen mir hier nicht abfällt oder wegschwimmt. Boah, warum hängt der denn so fest? Ist der Rasen weg hier? Oh, halt, 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 halt. Oh, nee, ich glaube das. Oh, ja, doch, ein bisschen Glibber kriege ich. Jawohl, platsch. Gut, dann fange ich das nochmal schnell raus hier. Ah, das geht doch schon mal. Ja, so ist das, ne? So, was soll ich sagen? Das muffelt. Das muffelt tatsächlich. Ja, okay, das Moos hängt schon mal fest hier dran. Ist so, ne? Machst du nichts. Ich muss es aber wieder abnehmen hier. Dann hängt halt ein kleines Stück. Aber ist doch cool, dass das so schnell sich anhaftet, das Moos, ne? Das ist schon mal... Dass das so muffelt, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, das war dann doch heute mal... nachgesehen haben, wie das aussieht. Ne? Ja, ansonsten ist der Glibber dran geblieben. Ich hoffe, man kann es... Ne, kannst du so bestimmt nicht erkennen. Ich versuche mal, wenn ich näher dran gehe... Ach nee, ich habe das ja nicht auf Automatik stehen. Moment, ich zeige es mal kurz. Jetzt müsste es gehen. So, sieht das aus, ne? Das ist schon heftig. Und wie gesagt, das muffelt tatsächlich. Okay, gut, dann nehmen wir das heute schon mal mit. Ich werde das jetzt einmal sauber spülen, sprühen. Wie stelle ich dich denn jetzt hin? So, ja, genau, so. Es ist immer so, lernen beim Machen. Ne? Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Oder ein bisschen zu stark. Ja, so ist gut. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. So, dann sprühen wir das alles schön sauber hier. Ich zeige es jetzt nur demonstrativ. Den Rest mache ich gleich alleine. Ne? Aber das ist schon, alter Schwede. Ja, nun, ist aber auch so bei diesem Holz, man weiß ja nie, was da rauskommt, ne? Was das Holz abgibt. Und von daher macht es wohl doch schon Sinn, wenn man mit Holz arbeitet, was frisch ist im Prinzip, dass man das vielleicht separat in einem anderen Becken, Kiste, Kasten, Eimer, wie auch immer,
paar Wochen drin lässt und zwischendurch mal sauber macht, ich glaube, das ist die beste Variante, bevor man anfängt, das Becken einzurichten. Ne? Also die Erfahrung nehme ich jetzt heute definitiv so mit. Ich würde nie wieder eine frische Wurzel direkt ins Becken zum Einfahren nehmen. Auf gar keinen Fall. Okay, dann mache ich den Rest mal fertig. Jetzt kann die Wurzel wieder zurück. Das Coole ist bei dem Moos hier, du kannst diesen Batzen irgendwo hinhängen, dran stellen. Brauchst gar nicht kleben, nichts, ne? Lässt einfach so eine Woche dran und dann machst du es wieder ab und packst es woanders hin und so weiter und so fort. Und dann hast du überall so kleine Stücke, die sich dementsprechend dann ausbreiten können. Das ist schon mal eine coole Sache. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder so hin, wie ich das hatte. Mal eben gucken, wie war das? Warte mal, die Wurzel war da. So, Position wieder gefunden. Ah, die ist aber auch immer dieser typische Vorführeffekt, ne? So, jetzt nehmen wir mal die Efeutute hier raus. Die Efeutute Enjoy. Die hat richtig schöne Wurzeln ausgebildet. Richtig herrlich. Das sieht so klasse aus. So, lege ich dich jetzt hin. Ich stelle dich einfach mal. Leg dich einfach mal hier drüber. So, okay. And the next one. Ich glaube, den muss ich auch nochmal rausnehmen hier. Jawohl, das ist die Pilea. Die nehme ich auch mal raus. Lege ich mal kurz hier in den Rasen rein. So, denn vielleicht merke ich mir dieses Mal, wie das liegt. Hier steht die Wurzel direkt dran. Liegt ganz hinten auf, so fast nicht ganz hinten. Okay, komm, wir versuchen das einfach ganz langsam. Ganz langsam. Kann man das schon sehen? Ja, das sieht heftig aus. Alter Schwede. Oh, Akkuhülle. Pass mal auf. Die Wurzel, wollte ich gerade sagen. Die Pflanze nehme ich nochmal raus. Hier die Anubia. Nana. Da hängt auch schon ein bisschen Schleim dran. Komm, lege ich erstmal hier rein. Die andere auch mal rausnehmen hier. So. Obwohl, den macht das aber nichts aus. Okay. So. Ich muss mal just Akku wechseln. Und dann sprühen wir das Schätzchen auch nochmal sauber. Riechen werde ich jetzt nicht mehr dran. Weil das ist, boah, das muffelt. Nee, okay, muss sein. Definitiv Wasserwechsel und sauber machen. So, ich habe das Wasser jetzt mal hier reingefüllt, damit man das mal sehen kann, optisch, wie das aussieht. So, und wenn das sich zersetzt, dann hast du ratzfatz Jauche im Wasser und dann kippt dir das ganze Becken um. Also das war definitiv notwendig. Kann ich nur jedem empfehlen, der frisches Holz hat. Ne? Lass es einfach im Wasser liegen ein paar Wochen, bevor du das dann tatsächlich ins Aquarium bringst, weil das hat echt keinen Sinn. Selbst wenn du jetzt Tiere hättest, die jemand fressen würden, also so viel können die auch nicht fressen. Und wie gesagt, das vergammelt irgendwann, verjaucht und dann ist Ende Gelände. So, die Wurzel steht jetzt auch wieder drin. Das heißt, der nächste Schritt ist jetzt erstmal ein bisschen Wasser rausholen. Aber ich glaube, das muss ich nicht zeigen, ne? Wie man hier Wasser rausholt. Oder doch? Ja, vielleicht doch für den Fall, dass du irgendwann auf den Trichter kommst, wenn du meine Filme guckst, dir auch sowas anzuschaffen, zu machen. Und dann brauchst du nicht wieder woanders gucken. Okay, wir machen es zusammen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Man kann es mit dem Schlauch machen, ne? Einmal unten hinstellen, dass er tiefer ist als das Becken, ansaugen und dann lass gehen, Kapelle. Da ich jetzt aber, ich sag's mal so, nicht ganz so viel raus holen brauche hier, das ist ja nun wirklich nicht viel, 25 Liter ungefähr, mache ich das mit dem Messbecher. Ey, das ist die einfachste Art und Weise. Ja, da kannst du dann gezielter das Ganze rausholen und brauchst nicht aufpassen und hast du nicht gesehen, weil im Prinzip muss ja doch bei stehen bleiben. Ja, und von daher machen wir das einfach jetzt hier mit dem Messbecher. Das ist dann wesentlich einfacher. So, okay. Weißt Bescheid? Ne? So einfach kann es auch gehen. Kannst du mit dem Schlauch machen? Musst du nicht. Geht so nämlich auch wunderbar. So, okay. In dem Zuge, wenn wir das Wasser schon mal raus haben, wenn wir auch mal den Rand hier so ein bisschen sauber machen, was sich oben so angelagert hat, besser ist das, ne? Dann ist das schon mal weg. Ja, und das Braune kommt dann also tatsächlich von den Wurzeln. Also da, die färben noch ganz schön was weg. Okay. So sieht jetzt das Sphagnummoos aus. Also, das sieht schon mal richtig klasse aus. Wenn er den jetzt ein bisschen scharf stellt, ja, ne, das ist okay soweit. Das stelle ich hier unten einfach wieder rein. Das kann man auch mal hier hinstellen, mal da hinstellen. Ist auch ganz schön. Mal gucken, wie sich das entwickelt so im Wasser. So, jetzt habe ich natürlich nasse Hände, muss ich ein bisschen aufpassen mit dem, ne, Salz. So, ich habe jetzt 5 Liter Kanister. Wir haben insgesamt 25 Liter rausgeholt. Pi mal Daumen. Ich habe jetzt 5 Liter Kanister. Habe hier schon mal das Salz reingepackt. Mineralsalz von B Shrimp. Das Mineral GH Plus. Das haben wir letztes Mal auch verwendet. Das löst sich ganz schnell auf. Das geht echt ratzfatz hier drin. Ich habe jetzt, keine Ahnung, vielleicht 20, 30 Sekunden drin gehabt, geschüttelt, gemessen. Passte wunderbar, genau auf 200 Mikrosiemens. Das löst sich also ratzfatz auf hier drin. So, mal gucken, was wir jetzt haben. Ja, siehst du wohl. 200. Genau 200 Mikrosiemens.
coole Sache, ne? So einfach ist er. Ich zeige gleich ungefähr, welche Menge ich reinmache hier von dem Messbecherchen bei 5 Litern. Und da würde ich sagen, kann das Ganze jetzt, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mir das nicht nass mache hier. Muss ich mal, ansonsten muss ich wieder trocken. Geht ja auch, ne? Kriegt man ja auch wieder trocken, ist ja nicht anzubildern. So, dann werden wir das Ganze jetzt einfüllen. Dazu nehme ich meinen Deckel, hier habe ich ein Loch drin. Ein großes und ein kleines. Ein großes und ein kleines Loch, ne? So, schiebe ich noch ein bisschen näher dran hier. Und dann nehme ich meinen Schlauch. Das ist auch, wenn die Garnelen später, wenn wir Wasser wechseln, machen und Garnelen drin sind, dann sollte man das Wasser ja auch langsam reinlaufen lassen. Von daher ist das schon eine Hausnummer besser, definitiv. So, dann sauge ich das mal kurz an. Und dann lassen wir das einfach hier reinlaufen. So, dann läuft das auch nicht ganz so schnell. Gegebenenfalls könnte man später hier nochmal eine Klemme dran machen, dann ein bisschen zudrücken, dass es noch ein bisschen langsamer läuft. Auch denkbar und möglich. Ne? Oder man nimmt einfach nochmal einen kleineren Schlauch. Aber so ist das okay. So, dann zeige ich euch gleich mal, wie ich das gemacht habe. Ich lasse den jetzt erstmal leer laufen hier. Und ich muss gleich das Ganze auch ein bisschen höher nehmen. Ja, muss ich nicht. Ich kann ja auch ein bisschen anheben hinterher zum Schluss. Ne? Geht ja auch. Jetzt habe ich gerade vergessen, ist mir gerade aufgefallen. Den Schlauch sollte man natürlich bis unten hinschieben. Ne? Ansonsten bringt das nichts. Wenn du nur bis hier drin hast, dann saugt er auch nur bis hier leer. Ne? Weißt Bescheid. Also dann bist du auch ganz auf den Grund stellen, das Ganze, beziehungsweise den Schlauch. Also es läuft doch recht langsam raus, muss ich sagen. Also ich denke mal, das ist ganz okay so. Ne? Doch, das ist okay. Weiter geht's. Der ist jetzt fast leer. Ein kleiner Schluck ist unten noch drin. Ist aber nicht so schlimm. Können wir gleich woanders mit reinkippen. Kannst auch einen Messbecher reinkippen und dann ne, dementsprechend ins Aquarium geht dann auch. So, also, dann kommen wir jetzt zu der Menge. Pass mal auf. Ich nehme jetzt mal ein bisschen raus hier. Mal gucken, ob das passt. Das ist jetzt ungefähr, von der Höhe her würde ich sagen, die Hälfte. Von der Höhe her, ne? Die Hälfte. Das packe ich jetzt mal hier rein. Du kannst auch, wenn du dir nicht ganz sicher bist, erstmal weniger Wasser hier drin haben, ne? Machst das rein, bis es ungefähr passt. Und wenn es nicht passt, kannst du gegebenenfalls, also wenn du jetzt zu viel reingemacht hast, kannst du noch mal ein bisschen reines Wasser hinterher kippen. So, dann mache ich den Kasten noch mal zu hier. Wir werden gleich noch einen Test machen. Da bin ich mal mega gespannt drauf. Was genau verrate ich jetzt noch nicht. Aber das Ergebnis werde ich euch dann auf jeden Fall mitteilen, wie das aussieht. So, das rüttel und schüttel ich jetzt hier so ein bisschen. Und dann sollte das jetzt eigentlich schon fast okay sein. Ja gut, ganz 20 Sekunden sind noch nicht rum. Aber ich messe jetzt einfach schon mal. Das ist übrigens das Wichtigste, ne? Mikro-Siemens-Messgerät bzw. EC-Messgerät und pH-Messgerät. Das musst du haben, wenn du Garnelen hast. Definitiv. Ohne dem geht es nicht. So, jetzt haben wir nämlich tatsächlich zu viel. Jetzt haben wir hier 250 Mikro-Siemens. Ja, weißt du wohl, ne? So, vorhin hatten wir 200 gehabt. Das heißt, wir gucken, dass wir gleich bei der nächsten Charge einfach ein bisschen weniger nehmen. Aber wenn du jetzt Garnelen drin hast, soweit ich das in Erfahrung gebracht habe, sollte man das nicht machen, sondern sollte man schon den richtigen Wert haben. Das heißt, was machen wir? Habe ich vorhin gesagt, ne? Wir gießen einfach einen Schluck raus hier. Das können wir gleich wiederverwenden. Ne? Ist ja nicht dann weg in dem Sinne, noch einen kleinen Schluck kommen. So, und dann fülle ich mal eben just ein bisschen nach hier, aber das muss ich erstmal holen. So, dann gießen wir jetzt reines Wasser hier nochmal rein. Übrigens zum Nachfüllen im Aquarium, wenn Wasser verdunstet, auch nur reines Wasser nachfüllen. Ohne Salz, ansonsten erhöht sich der Wert. Das ist ganz wichtig, ne? Denn das Salz verdunstet nicht, sondern nur das Wasser verdunstet. Ansonsten, wenn du was rausholst und wieder reingibst, dann dementsprechend wieder auf gesalzen oder, ich sag's mal so, Mineralstoffe zugeführt. Ne? So, dann mixen wir das nochmal kurz hier. Aber diese Behälter sind gut, ne? Einmal kaufen und dann kannst du die immer wieder verwenden. Die halten ewig, die Dinger. Ewig. Allerdings hier diese Halterung, siehst du jetzt nicht, die brechen immer ab, da musst du aufpassen. Also nicht einfach ständig hochheben, sonst macht es irgendwann Knack und dann fällt dir der Kanister runter. Sollte man auch wissen. So, jetzt haben wir 200. Moment. Lach's dich kaputt, immer noch 250. Ja, okay. Dann ist wohl doch noch ein bisschen hinterhergekommen. Och, Mano. So kann es gehen, ne? Ich hoffe, das passt jetzt. Ja, so ist das. Übrigens, wenn du Garnelen drin hast und das Wasser reinfüllst, dann solltest du auch ungefähr die Temperatur haben. Nicht ungefähr, sondern möglichst genau, wie dann dementsprechend das hier im Aquarium auch ist. Sollte man berücksichtigen. Jedenfalls musst du die Kanister halt stehen lassen, wenn du es jetzt nicht aufheizen kannst oder so. Aber ich habe das Osmosewasser bei mir auch auf Vorrat und in einer großen Tonne, das ist eine 60-Liter-Tonne. Und von daher hat das immer Raumtemperatur. Gut, jetzt haben wir 230. Komm, das ist okay. Wollen wir nicht übertreiben hier, ne? So, das heißt, den können wir abschrauben hier. So, schrauben wir den hier drauf. Schieben ganz unten rein. Den können wir gleich schon machen. Ach, das können wir auch so reingießen hier. Komm her. So, langsam einfach reingießen den Rest.
Ich habe ja da unten einen dicken Stein drin liegen, von daher ist das nicht so wild. Ne? Das passt halt schon. Kann man langsam so ein bisschen nachgießen. So, siehst du wohl, haben wir das auch schon mal fertig. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, ne? Ich sag's dir. So, das heißt, wieder ansaugen. Mal ein bisschen trocken machen hier. Und schmeckt das so salzig, auch nicht so gut, ne? So. Das sieht auch gerade gepasst, siehst du wohl. Wunderbar. So, lassen wir ihn einfach hier hängen. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, wieder was anderes zu machen. So, in der Zeit, dass sie leer läuft, habe ich schon mal neues Wasser geholt. Also dieser packe ich ein bisschen weniger rein. Man lernt ja aus Erfahrung. Das ist das erste Mal, dass wir das auch machen. Von daher, ne? Learning by doing. So, wir gucken. Das dürfte jetzt ein bisschen weniger sein. Das könnte passen. Gut, jetzt habe ich auch ein bisschen weniger reines Wasser hier drin. Das heißt, ich muss vielleicht doch was nachfüllen. Aber mal gucken, ne? Wie gesagt, kann ich es ja nicht ganz so voll machen. Ist das vielleicht ein bisschen einfacher. So. Rütteln und schütteln mal das Ganze. Und warten jetzt ein bisschen. Ja, siehst du wohl, ne? Pass mal auf, dann kann ich den auch mal so halten. Dann kann der Rest auch mit rauslaufen hier. Das ist eine coole Methode, ne? Für so kleine Becken, richtig genial. Für größere Becken müsste man sich dann natürlich größere Behälter besorgen irgendwie, aber ich denke mal, so ist das schon ganz okay, ne? Und vor allem, wenn wir demnächst dann nur 10% oder so wechseln, ist es ja noch mal einfacher. Dann ist im Prinzip ein Kanister voll und dann ist das gut, ne? So, siehst du, wann ist der schon mal leer? Dann gucken wir, ob das jetzt hier passt. Ja, das ist alles Learning by Doing. Das ist nun mal so, ne? Wenn wir das schon 100 Mal gemacht haben, dann sieht das anders aus. So. Da siehst du, jetzt haben wir nämlich 200... Fast 270, aber wieder zu viel. Vorhin hat es beim ersten Mal geklappt. Ist aber auch jedes Mal so, ne? Also ich hole jetzt erstmal neues Wasser. Lol. So, weiter geht's. Jetzt kommt hier noch reines Wasser rein hier. Ich gehe da auf der sicheren Seite in dem Sinne, um das jetzt auszuprobieren, bei 200. Später werden wir wahrscheinlich auch höher gehen. Aber jetzt am Anfang erstmal bei 200. Das muss so ein bisschen reinfuchsen in die ganze Sache, ne? Wie es am besten, am einfachsten funktioniert. Das sind so Sachen, die muss er einfach ein paar Mal gemacht haben, ne? Das ist definitiv so. Und von daher... Immer in Ruhe, ne? Keine Hektik verhalten lassen. So, ich hoffe mal, dass jetzt sich noch mehr Salz gelöst hat. Ja, so ist das, ne? So, ein bisschen nachfüllen können wir noch. Ja, wir sind ja bei 240. Siehst du wohl, ne? So. Das sollte jetzt aber gut sein. Komm, wenn wir jetzt auch 230 haben, ist dann auch nicht so wild. So, den Rest mache ich jetzt alleine fertig. Soweit sind wir fertig. Wir sind wieder bei knapp 220 Mikrosiemens. Das kriege ich gerade nicht so richtig drauf. Aber das ist okay. Ne? Bei 200, wie gesagt, kann sein, dass wir später auch mal höher gehen. So, und der pH-Wert liegt jetzt bei 6,3. 6,4 hat er vorhin gehabt. Das ist dann soweit auch okay. Also auch wieder ein bisschen runtergebracht. Ich denke mal, durch die Wasserwechsel können wir doch einiges erreichen. Und das werden wir demnächst auch regelmäßig machen. Allerdings nicht mehr in der großen Menge wie jetzt. Aber jetzt musste das sein, denn ansonsten wäre uns das Wasser irgendwann umgekippt. Ne? Und demnächst machen wir dann ja, 5 Liter. Und gut ist, ne? Mehr brauchen wir dann nicht rausholen. Und dann gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Nach wie vor kommen noch keine Tiere rein. Wir haben jetzt auch gesehen, dass es noch nicht gut gewesen wäre, ne? Jetzt einzugreifen mit Tieren drin. Das wäre nicht so gut gewesen. Ne? Von daher warten wir doch ab, wie es damit weitergeht. So, jetzt kommen wir zum Experiment. Pass mal auf. Ich habe ja diesen Messlöffel hier, ne? Das ist 0,63 Milliliter. Ich glaube, den werde ich demnächst nehmen zum Nachmessen. Da ist er ein bisschen genauer. Gehe ich mal von aus. Das könnte von der Menge ungefähr hinpassen, tatsächlich für 5 Liter. Werde ich gleich auch nochmal ausprobieren, ne, ob das tatsächlich funktioniert. Und dann sage ich euch das. Aber was ich jetzt machen möchte, ist das hier. Das ist, ja, Meersalz. Naturbelassenes Meersalz. Ich will einfach mal gucken, was man davon so bekommt, ne? So, ich befülle das jetzt so Strich, ne? Also nicht gehäuft, sondern Strich. Und werde das jetzt hier reinpacken. Lasse ich das auflösen. Und dann werden wir gleich mal nachmessen. Auch hier dann dementsprechend KH und GH. Ne? Mal gucken, was da rauskommt. pH-Wert ist jetzt 5,8. Sehr interessant, auf jeden Fall schon mal. So, stelle ich das mal kurz an die Seite. Mikrosiemenswert mal kurz messen. Ich hatte vorhin 350 gemessen bei der Menge, die wir reingegeben haben. Ich habe das dann nochmal verdünnt, dass wir ungefähr auf den gleichen Wert hier kommen.
Jetzt haben wir hier 200, 222 Mikrosiemens. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Also Pi mal Daumen 200, 220 Mikrosiemens. Das wäre dann soweit okay. So, jetzt werden wir aber gleich noch GH und KH messen, definitiv, um mal zu gucken, wie das dann aussieht. So, und dann machen wir jetzt noch mal kurz das Experiment mit dem Messbecherchen. Wir nehmen wieder das GH-Schrimp jetzt und werden den Messbecher einfach, den wir hier, oder Messlöffel, nicht Messbecher, Messlöffel, den wir hier haben, einmal gestrichen voll machen. Und dann packen wir das jetzt ins, kannst du es sehen, ja, ne? Ins reine Wasser rein, Osmosewasser. Und dann gucken wir mal gleich, was wir da für einen Wert erzielen. Wäre natürlich, oh, falscher Deckel, lol. Wäre natürlich cool, wenn das passen würde, ne? Das wäre mega cool. So, Deckel drauf. Und dann gucken wir gleich, wie das dann hier aussieht. Ich hoffe, der Wert passt. Wenn nicht, werde ich es auch wieder verdünnen. Und ja, dann kommen wir gleich zum GH- und KH-Test von dem Meersalz. Ich habe einen Teststreifen reingemacht hier. Und das sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Richtig gut. Interessanterweise sogar ein bisschen Chlor mit drin. Aber ansonsten Gesamthärte und Carbonathärte, das passt soweit schon mal ganz gut. Ich drehe das nochmal kurz, dass man weiß, was wo ist. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ja, ist gerade nicht ganz so einfach hier, aber ne? Also das ist schon eine coole Sache. Wenn da jetzt irgendwas abwegig wäre, dann würde ich sagen, komm, lass uns einfach mal einen genauen Test machen, Tröpfchentest, aber das brauchen wir hier nicht machen. Das ist okay. Das ist definitiv okay, würde ich sagen. Siehst du wohl. So kann das gehen. Das ist auch schon mal ganz cool, ne? Was das uns das bringt, weiß ich nicht, aber ich wollte es einfach mal wissen. Ja, das ist doch krass cool. Hier haben wir tatsächlich einen Mikrosiemenswert von 200. Und eins. Ich hoffe, man kann es erkennen. Coole Sache, ne? Also mit dem Messbecherchen kann ich mir da dann, Messlöffel, kann ich mir dann jetzt helfen hier. Das ist also richtig genialst. Wie gesagt, 0,63 Milliliter sind das. Coole Sache. Ja, okay. Dann habe ich das auch schon mal ausgetestet und habe da schon mal eine sichere Sache in dem Sinne. Ach so, Teststreifen tue ich jetzt auch noch mal kurz hier rein. Pass mal auf. Das machen wir jetzt mal just zusammen kurz hier. Nehmen wir mal einen. Allerdings muss ich aufpassen. Mir ist nämlich vorhin mal einer reingefallen. Ja, kann passieren. Glaubst du nicht, ne? So. 1, 2, 3, so. Rausziehen. Und dann gucken wir gleich mal, was sich hier ergibt. Das wird wohl ähnlich sein. Da gehe ich jetzt schon mal von aus. Ja, jetzt kannst du nicht so viel erkennen. I'm so sorry. So. Da muss man einen Moment warten. Ja, eine Minute. Pass mal auf. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, ich würde sagen, das sieht fast identisch aus. Da gibt es also keinen recht großen Unterschied. Ja, das ist soweit okay, würde ich sagen. Ne? Ist jetzt scharf gestellt? Wahrscheinlich nicht. So. Ja, so ist das, ne? Coole Sache. Jetzt ist das Becken doch wieder wesentlich klarer. Und ich brauche mir keine Sorgen mehr machen, weil ich hatte echt schon Angst und Bange, dass hier irgendwas passiert. Aber ne? Es ist definitiv so, ein Wasserwechsel muss man dann nach gewisser Zeit schon machen. Wir haben es jetzt nach circa 2,5 Wochen gemacht. Also spätestens würde ich sagen, nach 1,5 Wochen sollte man da schon mal reagieren. Das ist übrigens der Test, den wir jetzt gerade gemacht haben. Die beiden liegen hier noch. Also es ist schon eine interessante Sache. Na gut, das eine verfärbt sich jetzt noch ein bisschen, weil es jetzt schon eine längere Zeit liegt. Aber dass da die Werte soweit schon mal identisch sind, das finde ich cool. Das heißt, können wir tatsächlich dieses Meersalz auch benutzen für die Garnelen? Oder braucht man dieses B-Shrimp, Mineral GH Plus? Ne? Weil im Prinzip haben wir hier genau die gleichen Werte. Ja gut, welche Inhaltsstoffe noch hier drin sind, wissen wir natürlich nicht. Ne? Könnte man aber genauer testen, definitiv. Aber ja, was heißt aber? Werden wir im Laufe der Zeit auf jeden Fall machen. Weil das finde ich jetzt mal mega cool, muss ich sagen. Richtig genial sogar. Ja, okay. Dann würde ich sagen, haben wir soweit alles durch hier. Alles wieder gecleant. Und dann werden wir jetzt tatsächlich im Wochenrhythmus erstmal Wasserwechsel machen, aber dann jedes Mal nur ein Kanister, also 5 Liter dementsprechend. Ne? Das können wir uns auch jetzt schon ansetzen. Gegebenenfalls, dass man das mal eben schnell machen kann. Allerdings muss das Gefäß dann abgedunkelt sein. Ne? Definitiv, sonst hast du hinterher auch Algen drin. Ja, okay, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Das macht schon Spaß, ich sag's dir. Es hat jetzt alles eine Zeit lang gedauert, ganz hin und her und hast du nicht gesehen. So, mal gucken, ob wir das jetzt nochmal draufkriegen hier. So, wir haben hier auch pH-Wert von 5,8 tatsächlich hier bei dem B-Shrimps. Also. Ich würde sagen, mehr als nur identisch. Okay.
sicher könnte man das mit dem Tröpfchentest nochmal verfestigen. Können wir später auch nochmal machen, nur ich habe jetzt keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Und so einen Anhaltspunkt haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal mit dem Salz. Also das ist schon eine interessante Sache, muss ich sagen. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich dachte, irgendwas wird wohl anders sein, aber ist definitiv nicht so. Gut, nehmen wir heute erstmal so mit. Habt ihr da schon Erfahrung mit? Garnelen im einfachen Meersalz tatsächlich dementsprechend zu halten. Ja, okay, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ganz wichtig mit dem Holz, wie gesagt, mal ein neues Becken einrichtet mit dem Holz. Das Holz am besten entweder separat oder im Becken, so wie wir es jetzt auch gemacht haben. Aber da musst du halt erstmal warten, ne? Bis der ganze Mist da rauskommt und dann sauber machen, clean, Wasserwechsel machen. Und dann läuft das dich sicherlich besser. Aber ganz klarer Fall, es kommen noch keine Tiere rein. Müssen es jetzt noch weiter beobachten in einer Einfachphase, wie sich das weiterentwickelt. pH-Wert technisch müssen wir gucken. Düngertechnisch müssen wir noch gucken. Das kommt auch noch. Und da müssen wir gucken, dass wir auch mit den Mikro-Siemens-Werten dann nicht zu hoch kommen. Okay? Ganz wichtig. Und von daher mal gucken, wie wir da weitermachen, dass wir da auch Nitrat-Nitritwert dann nicht zu hoch kommen, wenn Dünger tatsächlich mit reinkommen sollte. Aber erstmal werden wir es nicht machen. Das nächste ist wirklich CO2 erstmal. Ich habe jetzt, was ich bestellt habe, ist jetzt so ein Messding. Das kannst du reinhängen, kommt eine Flüssigkeit rein. Da kannst du gucken, ob genug drin ist oder zu viel drin ist oder wie auch immer. Dass ich da schon mal gewissert habe, ob hier irgendwas nicht ganz koscher ist. Ne? Und gegebenenfalls kommen wir dann tatsächlich auch zu der CO2-Anlage, um den pH-Wert runterzubringen. Denn wenn wir später die Garnelen auch vermehren wollen, die Bienengarnelen, dann sollten wir schon einen relativ niedrigen pH-Wert haben. Niedriger auf jeden Fall als jetzt. Ansonsten zur Haltung und so ist das so okay. Ne? Das sollte definitiv funktionieren jetzt bei den Werten, die wir jetzt haben. Aber wie gesagt, wir müssen es beobachten, ob die Werte dann jetzt auch konstant so stabil bleiben und mal gucken, was das Substrat, was wir hier drin haben, noch abgibt gegebenenfalls. Ne? Ob dadurch der pH-Wert vielleicht wieder etwas höher steigt oder wie auch immer. Aber auch das ist eine Erfahrungssache. Denn in der Regel habe ich gelernt, so wenn Substrate, wenn die älter werden, umso mehr Wasserwechsel im Prinzip man macht, ne, umso unwichtiger wird die ganze Geschichte tatsächlich. Ne? Es sei denn, du hast jetzt Soil oder so, da sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Ne? Aber ich denke mal, hier fahren wir doch schon auf der richtigen Schiene. Ja, okay, komm, dann lassen wir jetzt so stehen. Weißt Bescheid? Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Aquaristikbereich mit unserem Garnelenbecken, wo noch keine Garnelen drin sind. Aber definitiv kommen wir jetzt ganz bald schon Schnecken, das weiß ich auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich es bis zum Wochenende noch schaffe, das weiß ich nicht. Ich muss ja auch Zeit finden, dafür loszufahren, ne? Und von daher. Und dann könnte ich gegebenenfalls mit dem Züchter auch nochmal quatschen und ihm das zeigen, wie das jetzt aussieht, ob das jetzt okay ist, ob wir hier tatsächlich schon Garnelen reinsetzen könnten, Bienengarnelen, wohlgemerkt, ne? Oder ob wir doch noch warten, bis wir dann dementsprechend die CO2-Anlage haben und das Ganze dann nochmal ein bisschen anders handhaben. Weil dann verändern sich die Werte wieder, ne? Komm, da warten wir mit. Ne? Weil es bringt ja nichts, wenn die Tiere drin hast und dann veränderst du wieder komplett die ganzen Werte. Ich glaube, das ist nicht der Burner. Ne? Weil die Tiere müssen sich auch umgewöhnen. Von daher wäre das sicherlich nicht gut. Also, Schnecken, okay, alles andere später dann. Ja, so ist das mit dem Einfahrbecken. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Ne? Wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach, ganz klarer Fall. Ne? Und deswegen mache ich das ja auch, dass wir es also kontinuierlich begleiten hier, was sich verändert, was wir machen, wie wir es machen. Und das ist jetzt, wie gesagt, Teil 5 der ganzen Geschichte. Messen und so hatten wir damals auch schon alles gemacht, glaube ich, war im Teil 2 sogar gewesen schon. Und von daher, okay. Ja, supi. Gut, wie gesagt, das mit den Teststreifen funktioniert auch. Das ist definitiv so. Du musst nur schon, ja, gegebenenfalls durch also Tröpfchenmessung, das Ganze nochmal verfestigen, verhärten in dem Sinne. Aber was soll ich sagen? Wenn du die Werte erst einmal hast, dann hast du auch ein Gefühl dafür, für diese Teststreifen, ob das so okay ist, was da angezeigt wird oder nicht. Jedenfalls machst du einfach noch einen zweiten Test hinterher, dann bist du definitiv auch da auf der sicheren Seite. Ja, also ist schon eine coole Sache mit unserem kleinen Becken hier. Ja, das ist richtig genial. Ich würde auch am liebsten jetzt sofort Garnelen haben, ganz klarer Fall. Ich meine, wer sowas angeht, möchte das ja auch, ne? Aber muss dann doch die Füße stillhalten, ne? Denn die Wasserwerte sind das A und O und gerade in der Anfangszeit, in der Einfahrphase, verändern sich die Werte, je nachdem, wie man auch eingreift. Definitiv ist das so. Ne? Du wirst immer wieder mal eingreifen, so wie wir es heute eben auch gemacht haben. Und schon sehen die Werte dann dementsprechend schon wieder ganz anders aus. Ne? Und wie gesagt, wenn dann noch CO2 dazu kommt, sieht das nochmal ganz anders aus. Und von daher, jo, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Okay.